ist es an dem, du musst von hier... Es ist an dem, und du kommst mit. Mit einem Schritt. Philipp Hochmeier in Höchstform und an seiner Seite die Elektrohand Gottes, also seine Band, Jedermann Reloaded und das unter freiem Himmel und auf der wohl schönsten Bühne des Landes. Ja, das ist ganz was Spektakuläres. Also er hat ja da seine eigene Fassung gestaltet, die so derartig modern ist, aber gleichzeitig zeigt, wie dieser Text einfach transportierbar ist und auch mit Musik untermalt ganz faszinierend ein Publikum begeistern kann. Und das spielt er ja seit wirklich vielen, vielen Jahren mit großem Erfolg und an großen Bühnen und heuer auch an unserer größten Bühne. Und da freuen wir uns sehr darauf. Ich kenne Philipp Hochmeier seit Jahrzehnten, weil er war viele Jahre an der Burg. Er sorgt immer für volle Häuser. Er ist immer ganz am Puls der Zeit und weiß, was sozusagen er den Leuten irgendwie bringt. Und das ist spannend. Sie kommen wegen dem Philipp Hochmeier oder wegen dem Jedermann? Mehr wegen dem Philipp Hochmeier. Fescher Bursch. Das ist ein guter Musiker und ein guter Schauspieler. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist zwar nicht mein Metier, wo ich da heute bin, aber Philipp Hochmeier ist immer eine Reise wert, sogar nach Gmunden. Wenn er eben sehr nach Gmunden kommt wegen Philipp Hochmeier, ist doch das eine schöne Sache, oder? Ein Stündlein, meinthalben, ich träg das im Gesicht, nur merk, vertu nit. Diese Frist. Eine beeindruckende Kulisse, ein Abend, der niemanden kalt lässt. In einem leidenschaftlichen Kraftakt schlüpft mit Philipp Hochmeier, einer der gefragtesten Schauspieler im deutschsprachigen Raum, in alle Rollen und macht Hugo von Hofmannsthals Stück zu einem vielstimmigen Monolog. Sein Jedermann ist ein Rockstar und das bereits seit 2013. Das Ziel ist, ein Rockkonzert mit klassischer Literatur zu verbinden, dass man also das Theaterstück sieht und ein Rockkonzert gleichzeitig. Das war das Experiment und das funktioniert. Und das macht mich glücklich. Ja. 10 Jahre funktioniert das schon, das wird immer anders, immer besser. Und heute war ein ganz besonderer Moment vom Traunstein, das zu spielen in der Dämmerung, die Nacht gekommen ist. Das war für mich auch sehr, 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 sehr bewegend. Ja. Was bleibt vom Leben, wenn es ans Sterben geht? An was glaubt der sympathische Schauspieler, der vor seinem Auftritt noch eine Abkühlung im Traunsee genießt? Ich glaube an die Kraft der Kunst und die Kraft der Natur. Und heute hat sich Kraft der Natur und Kraft und Kunst vereint. Und das ist das Allerschönste, das ist mein Glaube. Das ist Gott. Gott war hier. Komme ich da nur dran, dass wir noch ein Foto machen. Aber ich bin noch ganz geflasht von der Aufführung. War wirklich grenzgenial. War ein geiles Theaterstück, war echt schön, war cool. Die super Location da vor dem Traunstein im Toskana-Park. Jedermann! Philipp Hochmeier also in Bestform bei den Salzkammer Gutfestwochen Gmunden und das hoffentlich auch schon bald wieder mit seinem Jedermann Reloaded.